Logistikleiter Stefan hat die Aufgabe, an einem neuen Unternehmensstandort ein Lager aufzubauen. Doch das schafft er nicht allein. Stefan braucht einen kompetenten, erfahrenen Partner, der individuelle Lösungen für die komplexen Anforderungen liefert, und zwar alles aus einer Hand. Bito ist dieser Partner. Seit über 50 Jahren führend in der Intralogistik. Hier kommt der 1. FC Düren! Alle wollen es. Der 1. FC Düren hat es bekommen. Das größte Los in der ersten DFB-Pokalrunde, den FC Bayern München. Das klingt außergewöhnlich. Das hätte ich mir auch niemals vorstellen können. Aber jetzt ist es so und wir freuen uns mega. Es ist ein besonderes Ereignis für den Verein und für die Stadt und es ist einfach nur der helle Wahnsinn. Ich glaube, wir reden mittlerweile von dem in meinen Augen beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten. Der Fünftligist trifft auf den amtierenden Champions-League-Sieger. Und das nicht irgendwo. Weil Dürens Stadion die Westkampfbahn regionalliga-tauglich renoviert wird, hat der Verein das Heimrecht getauscht und spielt in der Münchner Allianz Arena. Jeder Amateurkicker wünscht sich mal in der Allianz Arena zu spielen. Wir dürfen das jetzt und es ist einfach nur geil. Also ich finde es geil. Ich spiele lieber in der Allianz Arena als im Rhein-Energie-Stadion. Das hat man wahrscheinlich einmal im Leben als Amateur, Fußballer, Trainer, wie auch immer. Und wie gesagt, wir wollen es einfach genießen. Das Traumduell mit dem Branchenprimus. Nicht nur das größte Spiel der Karriere wartet auf die Kicker des Mittelrheinligisten, auch die Anreise zu den Bayern wird besonders. Eigens für dieses Spiel bekommt der Verein einen Bus gestellt, im Rundumdesign des 1. FC Düren, in den Farben Blau und Gelb. Da sind schon Emotionen hochgekommen, vor allen Dingen, weil der Bus hinten ja mit Fotos von den Jungs, die den Pokal hoch haben, und da kommen natürlich Emotionen hoch. Und dann habe ich mich in die Gesichter der Jungs gesehen und ja, wir haben uns alle wie kleine Kinder gefreut. Mich mit einbezogen. Ein 1:0 im Landespokalfinale gegen Alemannia Aachen ebnete den Weg in den DFB-Pokal. Adis Omer Basic war der Held. 6 Tage nach seinem Wechsel zu Düren schoss er damals den goldenen Treffer zum 1:0. Am Anfang habe ich mir den sehr oft angeguckt. Klar ist das immer ein geiles Gefühl, wenn man den Siegtreffer erzielt. Vor allem noch, ich bin ein Bonner Junge und ich habe das Tor noch im Bonner Stadion geschossen. Der 1. FC Düren, ein Oberligist mit einem Regionalligakader. Viele Spieler genossen zudem die Jugendausbildung bei Vereinen wie Schalke, Leverkusen, Köln und Gladbach. Und einige liefen dabei den heutigen Bayern-Stars schon über den Weg. Besonders freue ich mich auf Leon Goretzka. Der ist mir nämlich schon in der Jugend bei VfL Bochum begegnet. Da ich ja bei Alemannia Aachen gespielt habe, habe ich oft gegen ihn gespielt. Damals hat er im Sturm gespielt, heute spielt er im Mittelfeld. Und man hat damals einfach schon gesehen, dass er ein Riesenfußballer wird, beziehungsweise damals schon war. Also ich würde gerne mit dem Leroy Sané tauschen, weil ich habe ja mit ihm damals in der Schalke 19 gespielt. Also ich habe ihn jetzt lange Zeit nicht gesehen, aber ich habe auch keinen Kontakt zu ihm, aber wir hatten damals immer einen guten Draht miteinander und klar, also mit ihm würde ich gerne mein Trikot tauschen wollen. Auch finanziell hat das Spiel für den Mittelrhein-Pokalsieger eine hohe Bedeutung. Zwar ist die Erstrundenprämie durch die Corona-Pandemie auf 137.000 Euro reduziert worden, durch die Ausstrahlung im Free-TV winken dem Club jedoch zusätzliche Einnahmen. Ein angenehmer Randeffekt, der Fokus von Spielern und Trainer ist aber aufs Sportliche gerichtet. Wir genießen einfach das Ereignis, wir fahren dahin, wir geben natürlich absolut unser Bestes. Wir werden auch aggressiv rangehen, wir werden Spielfreude zeigen, alles das, was uns ausmacht. Und dann gucken wir, wo wir am Ende landen. Auch wenn es die Allianz Arena ist, sind die Maße ja ähnlich wie bei uns. Ja, von daher werden wir das Spiel ganz normal vorbereiten, wie jedes Meisterschaftsspiel. Und ja, den Gegner kennt man ja. Eine ganz bestimmte Zielsetzung gibt es aber schon. Perfekt wäre es, wenn wir besser als Schalke dastehen. Besser also als 0:8. Oder vielleicht wie 1994, als Vestenbergs Kreuth die Sensation schaffte und im Pokal 1:0 gegen Bayern gewann. Der 1. FC Düren ist auf jeden Fall bereit für die nächste große Überraschung.